Wunderschönen guten Morgen euch. Einmal hier aus dem Zirkeldrehergarten. Sowas gab es ja auch noch nicht. Der Poro Poro voller Früchte. Und hier der Szechuan-Pfeffer. Schaut mal, wie groß der schon ist. Und auch voller Früchte. Auch die Feige hat erstmalig richtig Früchte. Die Felsenbirnen und Ölwein sind jetzt alle schon durch mit den Früchten. Aber jetzt kommen die ganzen Brombeeren. Auch mein Wacholder ist riesig geworden. Wieso ist hier alles im Garten explodiert, auch im Waldgarten? Ein riesiges Wachstum dieses Jahr bei so viel Regen. Hier meine Bambus-Korbweidenhecke. Hier kommt immer noch eine Nachtkerze, die sich selbst aussät. Und schaut euch das an. Die Indianerbanane ist einfach in einem Jahr mehr gewachsen wie in 5 Jahren vorher. Und zum allerersten Mal habe ich Früchte. Auch wenn nicht wirklich viele. Aber ein paar hängen dran. Im Mai war ich hier mit dem Pinsel und habe alle überall rumbestäubt. Und ja, bei ein paar hat es anscheinend geklappt. Ich hätte wahrscheinlich das einfach jeden Tag machen müssen. Weil nicht alle Blüten im gleichen Stadium waren. Aber doch, da hängen noch überall welche dran. Und mittlerweile hat der schon, ja, 3 Meter. Hier sind so wilde Walnüsse drin. Aber dann sind hier auch weitere Indianerbananen. Die habe ich auch bestäubt. Das ist aber eine wilde. Und nicht die Sunflower, da gibt es keine Früchte. Die Mispel trägt wieder sehr gut. Und die Pflaume auch. Eigentlich schon wieder viel zu viele, die da drin hängen. Alles voll. Wenn da jetzt nicht wieder die Äste abknicken. Königin Victoria. Sehr, sehr lecker, muss ich sagen. Hier mein Gemüsebaum. Der wurde ordentlich gestutzt. Könnt ihr sehen, was das schon für ein dicker Stamm ist. Und richtig, richtig schön. Die Naschi-Birne hängt wieder voll mit Früchten. Das hier ist ein richtig gutes Obst, ja. Und jetzt bin ich gar nicht zur Erntezeit da. Ich bin richtig traurig. Also ja, da würden vielleicht noch ein paar Früchte mehr gehen. Aber die Äste hängen ja schon alle gut runter. Naja, die Pflaume ist auch einfach viel zu krass. Dass da alles mal reif ist. Ansonsten, das ist, was aus den Beeten übrig ist. Pfefferkresse, Beinwill, Gras. Ja. Und der Wein, der sich hier ausbreitet. Hier habe ich noch die nepalesische Brombeere, die zum ersten Mal, Wahnsinn, doch hier. Ah ja. Nicht der Hammer, aber halt eine bodenbedeckende Brombeere, die nicht so hoch wird, nicht so fette Stacheln hat und halt total im Vollschatten wachsen kann und deswegen so ein Waldgarten interessante Pflanze ist. Genau, da oben blüht was. Es wurde mir als Blaugurkenbaum verkauft. Ob das einer ist. Also und hier vorne wachsen zum ersten Mal Orangen am Orangenbaum.
Da bin ich sogar schon ein bisschen größer. Naja, der müsste ja eigentlich in die volle Sonne, ne? Und nicht unterm Wein vergraben sein. So sieht's hier aus. Hier nochmal der Gemüsebaum. Ich hatte den hier mal angesägt, damit hier ein Trieb rauskommt. Hat er aber nicht gemacht, aber der treibt trotzdem wunderbar aus. Ihr seht, da oben wurde der gekappt. Der lässt sich da nichts anhaben. Hier meine Chee-Frucht. Keine Frucht, immer noch nicht. Aber die Birne trägt auch so gut wie noch nie. Also so viel sieht man nicht, aber das ist schon mehr wie sonst. Und guck mal, sogar die Feige trägt eine Frucht. Und die sieht auch einfach super vital aus. Das ist schon Hammer, ne? So ein Jahr mit so viel Regen. Was für Riesenblätter die hat. Das ist doch auch phänomenal. Dann guck dich das mal an. So ein großes Feigenblatt. Gigantisch. Dann haben wir die Nashi-Birne. Und auch meine Cornell-Kirsche trägt Früchte. Die habe ich auch noch nie probiert. Wo sind sie denn? Ich habe welche gesehen. Irgendwo da sind sie. Gucken wir mal noch näher. Der einzige, der noch nicht Früchte bisher getragen hat, sind meine beiden Kakis. Mal gucken, wenn das mal kommt. Alles am Wuchern. Also auch dieser Poroporo einfach wundervoll. Ich muss hier eigentlich im September sein und das ganze Zeug futtern. Aber da kommt unser Kind zur Welt und ich glaube nicht, dass ich mein Zuhause da verlassen kann. Tja. Was haben wir hier noch? Hier haben wir noch so einen essbaren Schneeball. Der trägt auch. So noch steinhart. Tja, all die Früchte gibt es im September. Die Weinbeere da auch einen guten Ertrag. Geschmacklich. Fließt hier jetzt, ja, erinnert ein bisschen an Wein. Ich finde, das passt schon vom Namen. Aber ist jetzt nicht für mich die allerleckerste Beere. Aber das Schöne ist, sie kann halt richtig im Schatten wachsen. Abgesehen von der Morgensonne kriegt die hier unter dem Baum keine Sonne mehr ab. Und dafür ist das schon echt ein toller Ertrag und eine super Pflanze für einen Waldgarten. Und auch der Apfelbaum trägt richtig gut. Und die Walnuss bestimmt auch. Kann man schwer sehen. Hm? Aber da sehe ich die Früchte. Tja, so ist das. Man legt alles an und dann ist man nicht da, wenn die Früchte kommen. Guck mal hier, die Blüte der Jujube. Die ist dieses Jahr spät dran. Normalerweise, meine ich, müsste ich jetzt schon kleine Früchte sehen. Und die Kiwi hat es auch endlich geschafft hier hoch. Tja, wollen wir noch in den Waldgarten schauen? So, das ist er. Das ist der Walnussbaum, den ich gepflanzt habe. Tja, die schöne Eichenbohlenbank haben sie ersetzt durch so ein Kunststoff-Zement-Ding. Naja. Der trägt auch Früchte, schaut euch das an. Alles Früchte. Jetzt. Alles hat auf einmal Früchte und ich bin nicht da. So, ich war gestern Nacht schon mal hier und habe den Eingang ein bisschen freigeschnitten. Weil ich ja nur auf Stippvisite bin. Hier ist alles voll mit Giersch und Beinwell. Und den habe ich gestern schon mal freigeschnitten im Dunkeln. Ein kleines dreiblättrige Orangensträuchlein. Das kommt hier ganz gut. Ich
merke, ich habe welche in die volle Sonne gesetzt, die sind alle eingegangen. Und die, die ziemlich schattig stehen, denen geht's gut. Also, kann sein, dass die Sonne erstmal irgendwann die größer sind und zum Anfang lieber Schatten. Das ist immer sowas mit den Angaben, die man im Internet findet. Komm, hier die Eberesche. Und jetzt bin ich noch gespannt, ob der auch noch Früchte trägt. Das wär's. Der Zirgelbaum. Ah, kann ich noch nichts erkennen. Wäre aber auch mal dran. Guck mal, wie groß der schon ist. Der hat ja schon über 4 Meter. Der Azaroldorn, der wird aber wieder Früchte haben. Da sehe ich sie. Ja. Die kommen dann im November. Hier. Mein Fruchthartriegel trägt hier keine Früchte, aber auf Shambhalaya, wo ich die Kurse gebe, da tragen sie alle gerade Früchte. Boah. Der ist ja auch richtig dick am Tragen. Also für manche Bäume ist heute dieses Jahr ein richtig gutes Jahr. Während wir einiges an Spätfrostschäden haben, trägt anderes richtig, richtig gut. Der kommt auch noch vielleicht daraus. Also jetzt ist irgendwie in diesem Jahr alles so heftig gewachsen wie in den Jahren zuvor nicht. Das kenne ich doch. Aber die Quitte? Doch, die Quitte hat dieses Jahr auch wieder Früchte. Das soll eine roh essbare Quitte sein. Ich weiß ihren Namen gar nicht mehr. Ja. Auch die würde ich natürlich gerne probieren. Aber bin halt nicht da. Gucken wir nochmal ein bisschen hier so rein. Hier, die ganzen Winterlinden habe ich gepflanzt. Die sind auch richtig groß schon geworden. Kann man jetzt überall Blätter essen. Die müssten jetzt eigentlich alle geköpft werden, damit die sich so schirmartig ausdehnen in die Breite und die Brombeeren besser bedecken, anstatt zu hoch zu werden. Da kommen ja an die Blätter gar nicht mehr ran. Ja, den habe ich hier auch als Winzling gepflanzt. Der hat sich selbst ausgesät gehabt bei uns im Garten. Denn wieder eine Winterlinde. Eine Eibe, eine weibliche. Ja, und hier diese Wege bleiben schon frei, ohne dass ich sie schneide, einfach weil sie schon so gut beschattet sind. Also, das finde ich auch toll. Ich meine, wenn ihr daran erinnert, wie vorne alles, wo die Sonne hinscheint, gewuchert ist dieses Jahr und hier ist es immer noch so frei. Die Räume sind schon ganz anders als hier dieser Raum, den ich hier so ein bisschen gestaltet habe. Tja, und hier komme ich jetzt nicht so einfach durch. Aber die Gleditsche hat es endlich geschafft, über die Brombeeren hinauszuwachsen. Ja, Beerensträucher. Irgendwo müssten da halt auch noch die Erbsensträucher drin sein. Aber die schauen noch nicht über die Brombeeren hinaus. Aber mittlerweile ist alles in dem Stadium, wo ich weiß, es kriegt noch genug Licht und überlebt. Hier sehen wir noch die koreanische Barberitze. Die trägt größere Barberitzen. Und den Szechuan-Pfeffer, der hier auch wieder massig trägt. Da ist der Azaroldorn. Ja, und das war's hier vom Waldgarten und Zirkeldrehergarten. Einen lieben Gruß. Ciao, bis bald.